Also Birgit, erstmal vielen Dank, dass du heute hier zu uns gekommen bist. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen gefallen, das Fotoshooting. Ja, gerne. War lustig, ja. Das freut mich. Ich habe natürlich jetzt auch ein paar Fragen an dich vorbereitet. Ist natürlich auch nicht alltäglich, dass wir hier so erfolgreiche Sportler wie dich im Studio haben. Und zwar, bin ich ja eben schon mal eingangs darauf eingegangen, ich habe gelesen, dass du in London schon als sicherer Goldmedaillengewinner im Speerwurf feststandest und hast dann trotzdem in deinem letzten Wurf noch deinen eigenen Weltrekord gebrochen. Wie motivierst du dich in so einem Moment, dass du dann trotzdem noch den Weltrekord wirfst, obwohl du eigentlich wie man im Sport so schön sagt, der Drops ja eigentlich schon gelutscht? Ja, man muss sich jetzt diese Atmosphäre von diesem Stadion jetzt mal vorstellen. Da hocken 80.000 Menschen drin. Das ist schon einem richtig genial. Also das so ein laues Abendwindchen noch dazu, das muss man jetzt auch noch sagen. Man hat das Feuer so vor Augen. Also es lief kein anderer Wettkampf mehr. Also für mich ist das so eingebrannt, das werde ich mein Leben auch nie vergessen. Es ist im Sport so, dass der Führende eines Wettkampfs im Endkampf zum Schluss wirft. Also, und ich war die Führende vom Speerwurf, also habe ich zum Schluss geworfen. Und bei uns sitzenden Werfern ist das so, wir machen dann die drei Versuche hintereinander, weil sonst würde es viel zu lang dauern, man kann nicht immer ab- und anschneiden. Und die Zuschauer haben dann nur noch mich eingeklatscht. Und ich wusste, das ist allein für mich und es war ja sonst nichts mehr. Also, und das ist schon genial. Ein sitzender Werfer wird eingeklatscht, der läuft ja nicht an. Also, das habe ich mir als Kind schon immer gewünscht. Also, das war, weil ich habe da ja auch schon Speerwurf gemacht. Und da grinst man natürlich über beide Ohren und das ist schon echt Hammer. Und dann wirft man natürlich mit einem, das ist so, man wirft gelöst und das ist auch die Kunst. Wirft man verkrampft, wirft man falsch. Also mein Trainer sagt immer, wenn es Spaß macht und wenn man entspannt wirft, dann wird das was. Also wenn es keinen Spaß mehr macht, dann muss man sich fragen, was falsch läuft. Also wenn der Druck dann abfällt, dann kann man viel entspannter werden. Ja, und dann kommt die Weite nämlich. Das, und dann macht man auch wirklich alles richtig. Und dann kam der Weltrekord. Und dann kommt natürlich immer der Seitenblick zum Kampfrichter, ob die Fahne weiß wird. Und dann kam dieses 27:03 und dann brandet dieses Stadion auf. Und das ist nur für einen selber. Und dass die alle da geblieben sind noch, es war ja schon fast 10 Uhr. Hammer. Wahnsinn. Und dann hast du auch in London ja noch deinen eigenen Weltrekord im Kugelstoßen auch noch eingestellt. Wie war das? Das war auch genial, aber es war ein ganz anderer Wettkampf. Der war stressiger, weil ich mehr rote Fahnen kassiert hatte und mehr Druck hatte. Es war mehr um uns herum los, aber es war auch schön. Also, aber es war ein stressigerer Wettkampf, aber ich habe den Weltrekord gleich im ersten Versuch eingestellt und kam dann in den anderen nicht mehr dran, aber das macht nichts. Also sicher im ersten Versuch und das war super. Bist sehr erfolgreiche Sportlerin, wie wir gerade gesagt haben, auch in London warst du sehr erfolgreich, bist dann 2012 zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt worden. Wie viel bedeutet dir diese Auszeichnung? Oh, sehr, sehr, sehr viel. Also das war ja nochmal das absolute Sahnehäubchen, weil diese Wahl ist nicht so, dass man jetzt nominiert wird von Journalisten oder so. Man wird nominiert, also man wird vorgeschlagen, dann wird man in die Endrunde gewählt von Sportlern, Freunden etc. Und dann kommen noch so Werbespots bei ARD und ZDF. Und dann wird man nochmal gewählt von etlichen Zuschauern, was ein irrsinniger Aufwand für einen selber ist, weil man seine Freunde immer wieder x mit x E-Mails etc. Und da sich durchzusetzen gegen wirklich starke Konkurrenz, auch gegen zum Beispiel Kirsten Bruhn, diese bekannte Schwimmerin, 3 Tage vorher, da hatte sie ihren Bambi noch bekommen und ich dachte schon, oh Gott, nee, da wird nichts mehr. Also das war für mich eine riesen, riesen Ehre. Aber falls ich in dem Jahr wieder nominiert werde, dieses Jahr mache ich nicht so einen Hype, dann soll das mal irgendjemand anderen kriegen, weil ich finde einfach, diese Auszeichnung ist eine Riesenehre und ich brauche jetzt nicht 4, 5 solche Pötte und jemand anders das dann auch mal haben. Also, ja. Toll, die Bescheidenheit. Meine Stimme hältst du trotzdem. Ja, ein paar Stimmen schaden nicht, aber trotzdem darf es jemand anders haben. Ja. Was ist denn nächstes großes Ziel? Ich meine, wenn man wirklich, du hast fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, du hast mehrfache Weltrekorde geschafft oder geworfen, gestoßen. Was ist dein nächstes großes Ziel? Ja gut, ich bin jetzt
Also habe zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen, 2011 und 2013, aber es geht nicht immer ums Gewinnen. Also für einen Sportler, der nicht behindert ist, keine Ahnung, ob es für den darum geht. Aber für mich ist es so, ich kam in diesen Rollstuhl und konnte meine Behinderung und mich sehr weit vorantreiben. Ich konnte, als ich angefangen habe mit dem Training, keinen einzigen Schritt stehen oder gehen. Ich konnte mich nicht mal gerade im Rollstuhl halten. Und mein Trainer hat es geschafft, dass ich heute so bin und sitze und heute da bin, also wie ich eben hier sitze. Und das ist eigentlich viel mehr wert als Gold. Und deswegen hat er auch eine Goldmedaille bekommen. Und das ist eigentlich auch ein Ziel, dass ich in diesem Zustand bleibe und dass ich immer wieder die Leistungen, die ich habe, also weiter treibe, als über meine eigenen Grenzen gehe. Weil ich glaube, wenn man da sitzt, ist es immer wieder schön zu sehen, dass man mehr kann. Und ich kann auch im Rollstuhl teilweise weiter werfen als jemand, der steht und nichts hat. Also, und das freut mich immer teilweise. Und ja, ich möchte schon manchen Menschen zeigen, was wir können. Ich möchte unseren Sport bekannter machen. Ich möchte den Leuten sagen, hey, wir sind gar nicht so behindert. Ihr könnt das eigentlich ganz normal behandeln. Wir haben zwar Rollen, aber eigentlich sind wir ja so wie ihr. Also ich meine, das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte mit dem Rennrollstuhlfahren anfangen. Das ist dieses Teil mit den abgeschrägten Rädern und mit der, das ergänzt mein Training. Und ich brauche so dieses Battle mal. Also hier und hier. Also direkter Konkurrenz. Sitzend Wurf ist eine geile Sache. Aber man kann sich daneben schon einen Kaffee kochen. Also, und ich brauche einfach mal was, was ein bisschen schneller ist und ja, was ein bisschen, ja, Battle eben. Das heißt nicht, ich muss da jetzt gleich Medaillen gewinnen oder so. Aber ein bisschen Action, Adrenalin. Ja. Toll, wirklich beeindruckend. Ja. Wie oft machst du Sport die Woche? Im Prinzip jeden Tag. Also bei euch. ja, auf der Wiese bei mir im Stadtteil, im Olympiastützpunkt. Ich schwimme noch, beziehungsweise wenn ich jetzt mit dem Rennrollstuhlfahren anfange, dann eher der Rennrollstuhl, ich spiele noch Tischtennis. Als Ausgleich, man braucht dann ein Training, muss Vielfalt sein. Wenn es nicht Vielfalt ist, dann ist es schlecht. Ich fahre noch Handbike auch. Ich mache viel zu Hause, ich kann ein vollkommenes Deuserprogramm im Winter, wenn ich nicht rauskomme, im Schnee in meinem Wohnzimmer machen. Ja, also im Prinzip jeden Tag. Seit wann trainierst du bei Fitstar? Ja, das hat recht zügig angefangen. Als ich gemerkt habe, dass der Weg zum OSB sehr, sehr weit ist im Winter und mich an die Grenzen bringt, habe ich mal geguckt, wo es Ausweichmöglichkeiten gibt. Ich glaube, 2009 war es. Und 10? Ja, im Januar 2010 haben wir das Studio eröffnet. Ja, dann war es relativ zügig, dann war es sehr zügig nach der Eröffnung, weil ich mich noch geärgert habe, dass ich diesen Öffnungsrabatt bekommen habe. Aber nein, nicht von, ich habe mich nicht über euch geärgert, ja, sondern ich habe mich über mich geärgert. Aber ich habe mir noch gedacht, naja, bei mir im Stadtteil in das Studio zu gehen, hoffentlich hängen da nicht nur diese starken, coolen, gechillten Jungs rum. Aber das ist überhaupt nicht so. Da ist so eine gute Mischung. Es ist so angenehm. Ich gehe da echt gerne hin. Also, ja. Toll, das heißt, unsere Mitglieder könnten dich ja regelmäßig beim Training sogar antreffen. Die meisten wissen es wahrscheinlich schon. Im Herbst, Winter öfter als im Sommer, weil da mache ich mehr draußen was. Also, und da bin ich auch mehr im Trainingslager. Also, ja. Also wir, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind stolz, dass du Mitglied bei uns bist. Und wir bedanken uns natürlich recht herzlich, dass du heute dabei warst. Klar. Geht gerne.